hatten ja gestern, glaube ich, so 160 Kilometer oder so. War mir von vornherein klar. Viele interessieren sich für ein Elektrofahrzeug. Doch oft hört man, das kann man nur machen, wenn man auch eine eigene Lademöglichkeit hat. Was ist mit den ganzen Mietern in der Stadt? Ich fahre nun seit 3 Jahren rein elektrisch und habe keine eigene Lademöglichkeit. Ich bin Mieter im 4. Stock und nehme euch jetzt mit eine Woche in den Alltag eines Laternenparkers und Laders. Ich wünsche euch viel Spaß. So, Sonntag und damit der letzte Tag eigentlich in dieser Woche. Mal gucken, wie es morgen wird. Aber heute eigentlich nur kurz das Kind abholen von der Schwiegermutter. Denn wir haben zu Hause gestrichen. Da brauchst du das Kind nicht unbedingt in der Wohnung. Und jetzt hole ich sie wieder zurück. Werden dann wieder insgesamt nicht ganz so 30 Kilometer werden. Hatten ja gestern, glaube ich, so 160 Kilometer oder so auf der Uhr. Und dann werden wir mal schauen, wie viel das jetzt noch sind. Wir haben nämlich 0 Grad, die 150 Kilometer, glaube ich, waren es gestern noch. So, sind 84%, 146 Kilometer, den null ich mal jetzt. Und ja, habe jetzt auch nicht erwartet, dass die Woche irgendwie mega aufregend wird. Oder so, war mir von vornherein klar, dass es eigentlich eine recht unaufgeregte Videoreihe wird. Aber ich hoffe, es konnte euch mal so einen kleinen Einblick geben, wie so eine Woche als Laternenparker, Lader, wie auch immer, also mit einem Elektroauto ohne eigene Lademöglichkeit abläuft. Gut, ich fahre jetzt zur Schwiegermutter, hole das Kind ab. Und wenn ich dann wieder hier bin, kurz Auswertung machen, wie viel Kilometer habe ich verbraucht, wie viel habe ich verbraten, wie viel hat er noch drinne. Und selbst mit so einem relativ kleinen Akku, wie ihn der Ioniq hat, sieht man. Natürlich haben wir auch derzeit immer noch die Corona-Krise und den anhaltenden Lockdown, was dafür sorgt, dass natürlich weit weniger Verkehr auf den Straßen unterwegs ist. Nichtsdestotrotz habe ich aber auch gerade durch den Lockdown ein verändertes Bewegungsprofil und muss mich viel mehr jeden Tag auf neue Strecken einstellen, als ich es in meinem geregelten Alltag müsste. Das heißt also, der Lockdown hat ein Für und Wider fürs Elektroauto. Aber trotzdem wollte ich einfach mal zeigen, wie ich es auch während des Lockdowns mache. Ich werde diesen Bericht oder diese Woche quasi auch nochmal nach dem Lockdown in einem geregelten Alltag wiederholen. Ob dieser dann spannender wird oder noch langweiliger, das kann ich ja aus jetziger Sicht noch nicht sagen, weil ich, wie gesagt, einfach immer die Kamera drauf halte, dann, wenn etwas passiert. Und wenn halt in dieser Woche nichts passiert, dann ist das halt leider so. Dafür kann ich nichts. So, wieder zu Hause. 109 Kilometer Rest nach gefahrenen 27,5 Kilometern ergibt 64%. Das zeigt sich also wieder, schon ab so einer Strecke von 20 Kilometern relativiert sich das mit der Heizung, weil dann, ne, streckt sich das halt eben der weniger Verbrauch, der darauf folgt, auf den anfänglichen hohen Verbrauch, glättet dann die ganze Sache wieder und das passt. Ne? Also wir hatten vorher 140 irgendwas, jetzt 109. Da merkt man schon, dass das ganz gut funktioniert. 20% jetzt verfahren, immer noch 109 Kilometer. Bin jetzt auch nicht sparsam gefahren. Also gab wirklich viele Kreuzungen, wo ich immer schön Ampelsprint gemacht habe. Und das darf man auch nicht vergessen. Also das macht ja auch noch mal ein bisschen was aus. Wohlfühltemperatur 22 Grad. Dir geht's gut? Gut. Ja, und unaufgeregt.
Ja, dann fassen wir doch mal zusammen, wie die Woche so war. Also insgesamt bin ich am Montag und am Dienstag recht viel gefahren. Einmal über 80, einmal über 90 Kilometer. Den Rest innerhalb der Woche relativ wenig, immer unter 20 Kilometer. Donnerstag sogar gar nicht. Habt ihr ja gesehen, da gab es dann eben kein Video. Und am Wochenende bin ich dann wieder so um die, ja, fast 30 Kilometer jeweils gefahren, jeden Tag. Und insgesamt gab es eine Wochenfahrleistung von 264,9 Kilometern. Sagen wir 265 Kilometer. Und da wird schnell klar, dass man das mit einem modernen Elektroauto, wie beispielsweise ein Hyundai Kona oder ein Tesla Model 3 Standard Range, also die kleinste Akkuvariante, aber auch mit einem VW ID.3, locker mit einmal Laden bewältigen könnte. Es ist lediglich meine Strategie, die ich an den Tag gelegt habe, weil mein Hyundai Ioniq von 2017 halt eben im Winter nur 185 Kilometer Reichweite hat. Deshalb lade ich ihn halt eben da, wo es geht. Und ihr habt halt eben gesehen, gerade die Corona-Bedingungen, also die Lockdown-Bedingungen, erschweren das Ganze ein wenig, denn ich hätte sicherlich viel seltener überhaupt laden müssen. Also natürlich, klar, nach dem Grundsatz steht er dann later. Aber es wäre ein viel größeres State of Charge im Akku gewesen, wenn man jetzt an irgendeinem Laden oder bei irgendeinem Termin, wo ich war, noch hätte eine Stunde verweilen können, indem man da dann beispielsweise noch irgendwo einen Kaffee trinken geht oder noch irgendeine andere Erledigung macht. Aber viele Geschäfte sind derzeit zu und genau das hat den Reiz ausgemacht an dieser Woche, die euch ja eben mal zeigen sollte, wie es denn außerhalb des normalen Alltags, des regulären Alltags funktioniert. Denn wenn sich eine Familie für ein Fahrzeug entscheidet, dann ist ja auch immer das die Maßgabe. Ein Fahrzeug muss ja nicht nur den regulären Alltag schaffen, sondern muss ja eben auch, wenn es mal was Unvorhergesehenes gibt, das bewältigen können. Und das können Elektroautos heute ohne Probleme. Ich hoffe, diese Serie konnte euch das ein wenig zeigen. Wie gesagt, ihr müsst es persönlich nicht so machen, wie ich es mache. Ich fahre halt nach dem Grundsatz steter dann later. In dem üblichen Bereich, wo man sich bewegt, weiß jeder Verbrennerfahrer, wo es sich eine Tankstelle befindet. Es weiß jeder Raucher, wo er seine Zigaretten herbekommt und so weiß auch jeder Elektroautofahrer, wo sich üblicherweise die Ladestationen befinden. Vielleicht findet man mal eine neue oder guckt auch mal so ein bisschen rum, aber im Großen und Ganzen weiß man schon, wo man da aufladen kann. Das heißt also, man muss nicht stundenlang suchen und das mache ich auch nicht. Ich wälze mich jetzt nicht irgendwie durch Excel-Tabellen, kalkuliere irgendwie durch, wie ich von A nach B komme oder schaue stundenlang, wie ist das denn jetzt ganz genau, wenn ich in Regionen fahre, wo ich mich nicht auskenne, dafür gibt's Handy-Apps, da gucke ich einmal kurz nach, ob am Zielort eine Lademöglichkeit ist. Wenn nicht, dann lade ich irgendwo unterwegs nochmal kurz an irgendeiner Tankstelle, Rasthof, wie auch immer, nochmal genug nach, so dass ich einfach genug Puffer habe. Und meistens habe ich ja eben, wie gesagt, mit meiner Strategie auch genug Puffer, um durch den Alltag zu kommen. Ich verschwende keinen Gedanken an das Laden und das Längste, was in dieser Serie eigentlich beim Abstellen oder beim Losfahren des Fahrzeugs gedauert hat, war eigentlich immer diesen Vlog zu drehen, denn üblicherweise, wie gesagt, man holt das Kabel raus, man steckt es ein, die Erfahrenen unter euch werden es wissen, das dauert 10 Sekunden beim Anschließen, 10 Sekunden beim Abstöpseln und die Welt ist in Ordnung. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch diese kleine Serie gefallen hat, dass ihr euch einen kleinen Einblick geben konnte. Kommende Woche ist Julian dran und der wird sich mit seinem neuen Alten ein wenig vergnügen und wird euch mal zeigen, wie man nicht mit einem 3 Jahre alten Elektroauto zurechtkommt, sondern wie man vielleicht mit einem 7 Jahre alten Elektroauto zurechtkommt und ob der Akku schon platt ist und was der so bringt und was der so leistet. Und der nimmt euch mal mit in seinen Alltag. Und ja, ich hoffe, ihr findet es spannend. Julian hat ja, wie gesagt, Eigenheim und eine Wallbox. Von daher die komplett andere Seite. Wir zeigen euch einfach mal, wie wir das so machen. Und schreibt es gerne unten in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass ich diese Serie nach dem Lockdown in einem regulären Alltag mal wiederhole. Dann mache ich das natürlich wieder gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch bei Julian die ganze Woche mit ein. In diesem Sinne, ciao!